Miau und willkommen zu diesem Video für alle, die in Phasmo schon immer wissen wollten, wie die einzelnen Geistermechaniken funktionieren. In diesem Video erkläre ich euch die ersten vier Geister: Banshee, Dämon, Diogen und Gespenst. Wie erkennt ihr diese Geister jeweils ohne Beweise? Viel Spaß dabei! So erkennst du in Phasmophobia eine Banshee auch bei null Beweisen. Am bekanntesten ist es wohl, dass die Banshee den einzigartigen Banshee-Schrei hat, den du nur über das Parabolmikrofon hören kannst. Viele Spieler wissen außerdem auch, dass die Banshee einen Spieler als ihr Hauptziel jagt. Die anderen Spieler sind dir erstmal egal, bis das Hauptziel eliminiert ist. Das zeigt sich sowohl außerhalb der Jagd als auch während der Jagd. Außerhalb einer Jagd wird die Banshee ihr Ziel gerne etwas stalken. Bedeutet, sie wird dem Ziel folgen, wohin es auch geht. Das könnt ihr zum Beispiel gut testen über einen Bewegungssensor, den ihr in der Nähe eures Verstecks anbringt. Wenn der Geist oft zu diesem Bewegungssensor geht, seid ihr wahrscheinlich das Ziel. Während der Jagd selbst ist es dann natürlich so, dass ihr testen könnt, folgt die Banshee überhaupt den anderen Spielern oder ignoriert sie euch komplett, wenn ihr nicht das Ziel seid. Sollte das der Fall sein und alle Spieler sind im Haus während dieser Jagd und es wird nur auf einen Spieler losgegangen, habt ihr eine Banshee. Wie erkennst du in Phasmophobia einen Dämon, wenn du null Beweise bekommst? Oft genug ist es so, der Geist jagt direkt zu Beginn der Untersuchung und fast alle schreien, das ist ein Dämon. Kann sein, muss es aber nicht, denn auch der Taie zum Beispiel kann schon relativ früh während der Untersuchung jagen, genauso wie der Yokai, je nachdem, welche Bedingungen zutreffen. Wie unterscheidest du jetzt, ob du einen Dämon hast? Am einfachsten ist es, wenn ihr euch einen Timer stellt, sobald die Jagd endet. Sind nur 20 Sekunden zwischen der einen und der nächsten Jagd, habt ihr einen Dämon. Außerdem könnt ihr das auch gut testen, indem ihr den Geist einmal räuchert. Sind dann nur 60 Sekunden lang zwischen der nächsten Jagd, ist es vermutlich auch ein Dämon, denn ein Dämon hat eine kürzere Zeit, die das Räucherstäbchen verhindert, dass er jagen kann. Und natürlich ist es auch so weiterhin, dass das Kruzifix bei einem Dämon einen größeren Wirkungsradius hat, nämlich 5 Meter, anders als bei den anderen Geistern, wo dieser nur 3 Meter ist. Ihr könnt es also auch so testen, abhängig davon, wie weit ist der Geist von dem noch intakten Kruzifix entfernt, wo er die Jagd beginnt, habt ihr einen Dämon oder habt ihr keinen. Wenn euch das Video bisher gefallen und vor allem auch geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Abo hier auf YouTube freuen. Wie erkennst du in Phasmophobia einen Diogen, ohne irgendwelche Beweise zu bekommen? An sich ist das Video eigentlich nicht zwingend notwendig, der Vollständigkeit halber, weil ich über jeden Geist ein Video dazu machen möchte, machen wir es aber trotzdem. Der Diogen ist nämlich der Geist, der sich am leichtesten erkennen lässt, wenn man in einer Jagd ist. Denn der Diogen wird super schnell auf euch zugerannt kommen, bis er nur noch wenige Meter von euch entfernt ist. Achtung, es ist egal, ob der Geist euch sehen kann, es geht rein um die Distanz. Sobald er eine gewisse Distanz unterschritten hat und nah an euch dran ist, wird er nämlich super langsam. Bedeutet, der Diogen ist auch gleichzeitig der einfachste Geist, um ihn zu loopen. Ihr könnt ihn anhand dieses absolut einzigartigen Jagdverhaltens erkennen. Denn wenn ihr euch versteckt, wird euch der Diogen safe töten. Ihr müsst diesen Geist loopen. Wie erkennst du in Phasmophobia ein Gespenst, wenn du null Beweise bekommst? Dieser Geist ist eigentlich super einfach zu entlarven, aber er macht es einem trotzdem schwer, weil das Gespenst auch eine besondere Mechanik mit sich bringt. Das erste Indiz auf ein Gespenst ist der Punkt, dass der Geist sich willkürlich zu einem Spieler teleportieren kann, um dort ein Event zu machen und gleichzeitig auch ein EMF auszulösen. Nur das Gespenst kann sich teleportieren. Aber Achtung, auch andere Geister, wie etwa die Banshee oder das Phantom, neigen dazu, durch das Untersuchungsgebiet zu roamen. Sie teleportieren sich nicht, aber sie laufen viel durch die Gegend und verfolgen potenzielle Mitspieler. Das Ganze ist deshalb gefährlich, weil durch dieses Teleportieren des Gespenstes zu verschiedenen Orten, wo es ein Event macht, kann es auch an diesen Orten anfangen zu jagen. Und dadurch ist es quasi nirgendwo mehr sicher, wenn man ein Gespenst hat. Aber es lässt sich eben auch super einfach erkennen, denn ein Gespenst hat diese besondere Mechanik, wenn es um das Salz geht. Ein Gespenst läuft nämlich nicht durch das Salz. Das bedeutet, das Salz wird nicht zertreten. Ihr bekommt keinen Ultraviolettbeweis, solltet ihr mit Beweisen spielen, gehört auch nicht dazu. Und vor allem wird es auch gerade von den höherstufigen Salzen
nicht beeinflusst. Das Stufe-3-Salz zum Beispiel verhindert für kurze Zeit, dass der Geist weiterlaufen kann. Ein Gespenst läuft da einfach völlig unbeeindruckt drüber. Daran könnt ihr ein Gespenst also erkennen, wenn ihr Salz strategisch auf einer Strecke verteilt, die der Geist eigentlich irgendwann mal entlanglaufen muss, oder ihr führt ihn während einer Jagd durch diese Strecke durch, ist das Salz nicht eingetreten? Gespenst. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, die Geister besser zu verstehen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt's gerne in die Kommentare. Oder bei Fragen, die ihr gerne so besprechen wollt, schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Ich helfe jederzeit gerne. Oder vielleicht seid ihr auch einfach nur auf der Suche nach Mitspielern. Schaut gerne vorbei. Danke fürs Schauen.